Zuvor schauen wir jetzt nach Mörbisch, wo mehr als 6000 Premierengäste bei den Seefestspielen ein etwas anderes My Fair Lady erleben durften und offenbar bestens unterhalten wurden. Ein Musical, bei dem immer wieder das Wort Euder gefallen ist. Warum, berichtet Silvia Freudensprung-Schell. Das bestens gelaunte Premierenpublikum erlebt eine laue Sommernacht und eine große Show auf der Seebühne Mörbisch. Erzählt wird die Geschichte von Eliza Doolittle. Die Rosenverkäuferin aus ärmlichen Verhältnissen wird vom Professor Henry Higgins in eine feine Dame der Londoner Gesellschaft verwandelt. Die Handlung wird ins Jahr 2018 verlegt. Musikalisch neu arrangiert von Christian Frank und Autor Johannes Glück lässt Eliza sprechen und singen wie Jugendliche von heute im Wiener Dialekt. Ich red wie ich will, Alter! Das ist mir recht. Wer derart abstoßende Laute von sich gibt, hat jegliches Recht verwirkt. Bam! Ich liebe dieses Wienerisch. Ich komme selber aus Wien und ich finde es einfach großartig, wenn sie jeden zweiten Satz Oida sagt. Und das Ensemble passt gut zusammen. Und ich finde, die haben das prima hinbekommen. Es ist alles noch da, was man kennt. Und es ist behutsam modernisiert. Und ich finde, das darf man auch, muss man sich auch trauen, da dran zu gehen an einen Klassiker und zu sagen, wir machen das jetzt mal neu. Es grün, so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. Mein Gott, jetzt hat sie's. Mein Gott, jetzt hat sie's. Anna-Rosa Döller ist eine überzeugende Eliza Doolittle. Wenn die Blüten erblühen. Max Seibert begeistert als egozentrischer und dennoch gefühlvoller Professor Henry Higgins. Gewöhnt dran, wie sie schaut, gewöhnt an ihr Gesicht. Das gesamte Ensemble überzeugt stimmlich und spielerisch und wird von einem beherzten Orchester begleitet. Regisseur und Choreograf Simon Eichenberger gelingt eine schwungvolle Inszenierung. Die riesige Seebühne wird rundum bespielt. Das Bühnenbild von Walter Vogelweider ist ein Wunder der Verwandlung und lässt immer wieder neue Schauplätze entstehen. Es ist mein Baby. Jeder auf der Bühne ist verwandt mit mir, mehr oder weniger. Und ich habe jede Sekunde genossen, dass es dem Publikum so gut gefallen hat und dass sich die Kolleginnen und Kollegen so wohlfühlen. Ich glaube, das ist wichtig. Ich habe losgelassen und ich habe mich sehr gefreut, heute auch schon beim Zuschauen loszulassen und als Zuschauer mehr zuzuschauen. Ich habe auch beim Circle hinten schon bei unserer Begegnung, beim Verabschieden sozusagen noch gesagt, eben das Stück ist euer und ich war jetzt dran und jetzt gehört es Ihnen und fliegt damit und ich bin sehr, sehr erleichtert. Ja, es ist alles gut gelaufen. Ich glaube, wir können alle zufrieden und glücklich sein. Vor allem, das muss man ja sagen, was man ja gar nicht beeinflussen kann, ist das Wetter. Wir hatten perfekte Bedingungen, es ist ein wunderschöner Sommerabend im Moment und ja, das ist, insofern sind wir sehr, sehr happy. Mir geht's super gut, ich bin total positiv erleichtert, muss ich sagen, dass alles so gut über die Bühne gegangen ist, wortwörtlich. Wir hatten einen richtig schönen Abend, das Publikum war gut drauf und ich hoffe, wir konnten jedem und jeder einen guten Abend bescheren. My Fair Lady, das Musical in Mörbisch, ist eine gelungene Produktion. Das Stück aus den 1950er Jahren ist erfolgreich im Heute angekommen. Und Gesprächsthema vor und nach der Premiere war natürlich die Sprache, um die sich im Stück ja vieles dreht, beziehungsweise das Schönsprechen. Christina Buzzonitsch hat sich diesbezüglich mit den vielen prominenten Premierengästen etwas näher unterhalten. It's Tea Time in Mörbisch mit Londoner Flair und vornehmer Gesellschaft auf der Bühne. Und während dort Eliza das Schönsprechen noch lernen muss, protzen die Premierengäste damit beim Empfang auf der Dachterrasse. Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen. The rain in Spain falls always in the plain. Verzweifelt versucht auch Sprachforscher Higgins mit Hochdeutsch aus der Blumenverkäuferin Eliza eine feine Dame zu machen. Professor Higgins meint also, der Mensch definiert sich nicht über die Herkunft, sondern über die Sprache. Ja, Moment. Spätestens nach zwei Glasl Wein kommt die wahre Sprache zum Vorschein. Weil ich versuche schon, mich gewählt auszudrücken. Ja? Das Problem ist bei mir nur, gebt mir zwei Glasl Wein zum Trinken, haltet mir das unter die Nase und ich rede einfach so einem Blödsinn daher, ja? Dass man damit abendfüllend ein Kabarettprogramm machen kann. Es ist so.
Ja, irgendwann kippt die Sprache bei fast jedem, bis in den tiefsten Slang. Also wenn die Ampel grünt und der vor mir nicht fährt, ja, also dann sagt man erst Wappler, es kommt kein Spinat aus der Ampel. Ja? Fluchen dient manchen auch als Stressregulator in brenzligen Situationen. Wenn wir in der Ukraine beschossen werden. Aber dann fluche ich meistens auf Serbisch, weil es gibt kein anderes Land und keine andere Sprache, wo ich das Gefühl habe, dass der Fluch so aus der Tiefe der Seele herauskommt, wie wenn die Serben fluchen. Und auch Fußballer beherrschen am internationalen Rasen diverse Fachausdrücke. Schön gesprochen haben wir immer in alle Sprachen der Welt. Wenn wir gegen die Franzosen gespielt haben, haben wir gewusst, wie wir so Französisch schimpfen müssen. Russisch haben wir sogar kennen. Toni, Italienisch und Spanisch, also das war alles kein Problem. Da waren wir international. Ne? So wie der Alex Griesan sagt, ich wollte noch mal Schuhe kaufen und hab ein paar Schuhe bestellt. Ne? Die brauchen ja nicht der Auslacht draußen. Nichts falsch machen kann man hierzulande mit burgenländischer Mundart und Kroatisch auf Schulniveau. Efica moja ženica, dođi ajde. Das heißt, Efica, meine Frau, komm bitte her. Duri, dari, dutzen. Dialekt vom Feinsten, für den man sich nicht schämen sollte. Wir sind Gott sei Dank weg von der Zeit. Früher hat man sich für seinen Dialekt geschämt. Ich erinnere mich noch vor 30 Jahren, eine Woche Wien. Und jeder kam als Wiener zurück und hat nicht mehr Südburgenländisch gekannt. Das hat sich verändert und wir sind heute stolz auf unseren Dialekt. Nicht jeder Bundesländer kann Hochdeutsch. Ist ja auch nicht nötig. Nicht nötig. Solange das Land nicht verlässt, ist es nicht nötig. Aber wenn man eine Reise tut, wäre schon von Vorteil. Ach, diesbezüglich sind die schon viel gereisten Premierengäste sichtlich entspannt. In Schwitzen bringt sie lediglich die burgenländische Sonne.